Ach, wie schön, dass die Konsole mir das immer sagt. So, moin. Neuer Tag, neues Glück. Alter. Ich wollte nicht den. Habe ich den Villager gerade getötet, oder? Nein, habe ich nicht. Oh, Gott sei Dank, Gott sei Dank. So. Euch beide gibt es noch? Wo ist denn der Rest von der ganzen Truppe hier? Wir hatten nur noch einen gehabt, so einen dritten. Und. Da ist ein Zombie gestorben, oder? Ah, da ist er. Moin. Du warst der mit den Pfeilen. Gut, also wir haben keinen verloren. Das wollte ich nur nochmal sicherstellen. Aber was ich auch noch machen werde, um mal vielleicht die Villager-Vermehrung ein bisschen anzutreiben, weil die tun sich ja immer vermehren, wenn da Türen sind und so, spawnen immer wieder neue nach, oder habe ich so gehört? Ja, Vorfall, hast du gehört hier? Moin. So, wir haben hier eine Tür. Ihr dürft jetzt in die Schmiede auch rein. Die ist jetzt offizielles Areal, das ihr nur bewandern dürft. Nur ihr allein. Und niemand sonst. So, das ist gut geglückt. Ja, das macht eigentlich auch am meisten Sinn, wenn ich das so mache. Das macht definitiv Sinn. Das macht es sogar wirklich. Also, Leute. Fuck, es macht keinen Sinn. Ah, oder? Doch, macht Sinn. Okay. Ja, und das meinte ich nämlich. So, jetzt habe ich hier schon mal eine offene Stelle, die ich doch aber bestimmt irgendwie wieder ausfüllen kann. Da ist auch der Zombie gestorben, den ich gerade eben gehört habe. So, moin. Hier einmal Kies rein, Kies rein. Kies rein, Kies rein. Alles muss perfekt sein. Okay. Ich wollte gerade irgendwas anderes singen, aber. Ach ja, genau. Möbelhöfner, moin. Und selbst das basiert auf irgendwas anderem, aber davon habe ich jetzt gerade keine Ahnung. So. Vorfall ist mal wieder ahnungslos. Vorfall ist so ahnungslos. Und kann noch nicht mal weiter reimen. Moin. Oh, ich hatte gerade irgendeine Idee gehabt, wie ich diesen Reim vollende, aber. Ihr seht ja selber. Melancholisch grabe ich mich hier durch, mache diesen Brunnen schön. Das heißt, ich denke, dass er danach schön aussieht. Ja, kann man so nehmen. Ja, wie so ein Hippie. Ja, kann man mal machen hier. Kann man mal rauchen. Peace, Bruder. Ja, okay. Ich will ja jetzt nicht gegen irgendwelche Lebenseinstellungen oder so lästern. Ich meine, es muss ja nicht sein, muss ja nicht sein. Das kann man alles akzeptieren, das tue ich ja auch akzeptieren. Bin ja ein toleranter Mensch, ne? Nö, ihr kennt mich ja als toleranten Menschen. Na, bin ich ja zufrieden, bin ich ja zufrieden, ja. Ja, Dingens, hier ist eine Lücke, ne? Müssen wir hier mit Kies auffüllen. Moin. Wo ist denn Kies? Bandit Kies, wo ist er denn? Ach, der olle Halunke. Wo hat er sich denn versteckt? Der ist ja gar nicht hier. Schade. Was wir aber mal machen können hier. Mann, Mann, Mettbaron. Zündel, Zündel! Dann brechen wir mal ein paar Rippen hier. Machen alles. Sind die KTM-Gang. Ach ja, so. Nur für den Fall, dass hier wieder ein paar rabiate Zombies kommen. Nicht mit dem Feuerzeug irgendwas anzünden wie diese Haustür. So, und jetzt gibt's was auf die Fresse. So, jetzt können ganz, ganz viele Zombies kommen. Wir brauchen ohnehin jetzt weiteren Gravel. Alter, wieso verliere ich immer so viel Hunger? Renne ich wirklich so viel durch die Welt von Minecraft? World of Minecraft. Da unten weiß ich gerade gar nicht, was da ist. So, jetzt muss ich wieder meinen Minenschacht finden, der hier ist. Ja, ich muss ja mal irgendwie. Ich baue hier irgendwann mal eine Markierung hin. Weiß jeder, das ist Vorfalls Mineshaft. Tü-tü-tü. Der Mineshaft, der gar kein Mineshaft war. Und diese Stelle hier finde ich auch irgendwie doof. Erstens mal das und zweitens. Na, mit irgendwas, was ich nicht beschädige. Perfekt. Das ist mehr als perfekt. Moin. Da habe ich doch einiges hier wieder geschaffen. Und wieder schöner Höhlensound. Oh, heilig. So, bringen wir hier wieder mal ein paar Fackeln an, bevor hier die Babo-Monster wieder erscheinen. Babo-Straße.
Ach, und deswegen kamt ihr gerade so zahlreich hier. Moin, habe ich gerade mal einen Dungeon gefunden. Nee, 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 nee. Ihr brecht mir nicht mehr aus. Alter, aber eure Kumpels kommen hier gleich um die Ecke, oder? Na kommt, zeigt euch. Ah nee, die sind da hinten wahrscheinlich. Aber von da hinten können die trotzdem kommen. Moin, Vorfall, denk mal nach. Das gefällt mir mal nicht so. So, wir machen mal hier. Das ist ganz sicher hier. Machen wir hier einen klassischen. Der Wasserfall hier ist aber schön, muss ich sagen. Der ist. Gefällt. Der gefällt dem Emperor. Und wir haben hier Eisen. Das ist auch unser Territorium. So. Ah, was war da oben? Graben wir uns gerade mal hier hoch. Weil das ist dann der zweite Einstieg. Wieso hat er das hier nicht aufgesammelt, ne? Goethe, ich verstehe deine Logik nicht. Warum sammelst du das auf und den anderen Schritten nicht? So. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Was sind hier denn für Areale alles? Also, Wut? Wut, wo bin ich denn hier? Ach moin, da bin ich. Da ist eine Schlucht. Dahinter schon wieder eine Höhle. Ach du, ich werd ja echt nicht mehr. Stolpert man ja von einem Dingens ins nächste hier. Ich glaub's ja nicht. Beleuchten wir mal hier alles aus, weil man weiß ja nie so und. Das da unten ist interessant. So, aber ich will trotzdem. Ich habe hier Eisen gesehen. Eisen, Eisen. Da kann man mit was reißen. So, habe ich das schon abgebaut? Ich glaube schon, oder? Bin ich gerade. Nee, habe ich nicht. Moin. Ich wusste doch. Ich habe irgendwas nicht gemacht. Ich wollte gerade sagen, weil da wäre ja mehr als nur so ein Eisenblock daraus gesprungen. Daran hätte ich mich noch erinnert. Kennt ihr das übrigens auch, wenn ihr in letzter Zeit so total vergesslich seid? Also, ihr denkt euch, ja, moin, ich habe mir das und das gedacht und dann, ja. Gerade wieder vergessen. Ups. War wohl nichts. Nee. So, also wir können schon mal merken, hier gibt es schon mal einen Gang. Da gibt es auch einen Gang nach draußen. Und da hinten ist die Frau fürs Leben. So. Dann, was ich auch unschön fand, da ich jetzt meine Mine doch mal ein bisschen organisiere, auch wenn es keine Mine ist. Das sage ich jetzt schon zum, was weiß ich, wievielten Mal. Wir machen am besten einfach, ja, wir machen einfach hier mal was hin. Hier so ein Aufstieg. Wir brauchen ja so oder so jede Menge Stein. Dann passt es eigentlich, ja. Passt. Weil dann ist das ganze Ding hier auch ein bisschen offener. Man sieht ja eine explosive Mine à la Vorfall. Ich weiß nicht. Ihr hättet mal wirklich meine damalige Mine sehen sollen unter auf dem MadBaron-Fanserver. Die war geil gewesen. So, moin, habe ich einen Feuerstein raus. Familie Feuerstein ist auch mit in diesem Let's Play hier. Just saying. So. So's. Oh, warte mal. Jetzt müssen wir aber hier gucken. Ich glaube, das hier, das will ich gar nicht so. Das gefällt mir noch nicht so. So ein Balkon in die Tiefe. Gut, wenn man diesen Balkon entlang wandern muss, dann ist das natürlich. Aber ansonsten hat was. Ja. Da unten, da lauern ganz, ganz viele böse Dinge auf uns. Also sind wir unvernünftig und gehen mal nach unten. Moin. So. Ja, ich höre die doch schon hier alle antanzen. Kaum bin ich da, müssen die gleich sagen: Hey, ich bin hier. Moin. Wie oft habe ich schon Moin gesagt? Kann ja jemand mal einen Counter machen. Ah, da unten sehe ich die Mistviecher schon. So. So's. Saß. Sieß. Säß. Ich könnte mich natürlich auch alternativ nach unten gleiten lassen, aber. Das wäre ein bisschen arg unprofessionell hier, nee. Wenn schon, denn schon, machen wir ja mit Profis. Ach Leute, der Sache nehme ich mich einen anderen mal an. Wahrscheinlich noch in dieser Aufnahme mal gucken. Ich meine, wir können ja nicht nur Höhlentour machen hier. Und wir haben ja noch eine andere Höhle hier zu erkunden. Und warum habe ich hier noch nicht ausgeleuchtet? Sollte man mal machen hier. Es ist total gefährlich. Da könnte irgendjemand reinfallen.
So. Gut. Ach, dann wissen wir ja auch hier, dass da noch was ist. Moin. Tun wir auch mal markieren. Wir markieren ganz schön viel hier in unserem unterhöhlten Areal. Ich sag euch. Irgendwann hier wird das hier mal eine riesige Minenkolonie. Da tue ich mir dann irgendwelche Mods installieren, wo ich dann irgendwelche Sklaven schuften lasse. Oder noch besser, ich hole mir dann einfach irgendwelche Leute, die dann meine Sklaven sind. Werd dann der Sklavenhalter. So, der Mond ist aufgegangen, die kleinen Sternlein prangen. Vorfuhl geht ins Bett. Moin. Schon wieder moin. Moin kann man übrigens wirklich zu jeder Tageszeit sagen. True Story, fragt den Mettbaron. So, dann hier, hier, hier. Wir wollen Bier. Vom Stier. Aber für ein Goethe-Let's Play reime ich schon mal ganz viel, ist schon mal gut. So, Kobbel, Kobbel, Kobbel. Ich werde jetzt einfach mal hoppeln und den Hasen erschießen. Für die Leute, die die Heute-Show geguckt haben. Nicht die Basis wählen, nein, wir wollen überhaupt keine Leute beeinflussen. Vor allem die Basis wählen, moin Vorfuhl. Wie viel Lack hast du heute gesoffen? Ich kann mir vorstellen, dass Leuten wahrscheinlich das Ganze auf den Zeiger gehen wird, weil ich hier da so die ganze Zeit mache mit Moin Moin. Und abgesehen davon, das Bett sieht sehr, sehr interessant aus. Das lasse ich jetzt einfach mal so. Das ist das offizielle Vorfuhlbett. So ein Bett, das kann nur der Vorfuhl bauen. Schaut euch mal diese Konstruktion hier an. Die sieht doch total sicher aus hier. Ja. PureSphex DB Craft. Ach komm. Machen wir es mal gescheit. Bevor sich hier irgendjemand empört. Nein, Vorfuhl, das geht so nicht. Egal. Das passt so. Das ist das Bett fürs Leben. Habe ich gerade eben beschlossen. Jo, so und dann. So's. Machen wir mal. hier weiter. Teils Oberflächenbauten, teils Minentour. Das ist doch mal etwas, oder? Das freut euch doch bestimmt, oder? Oder Frankfurt, Frankfurt an der Oder. Wie oft wiederhole ich eigentlich Worte? Part der Wortwiederholung. Aber wir machen uns langsam hier, wir machen uns. Hallo Blume, du bist stabiler als Gras. Ja, ich glaube, wir machen hier einen Eingang hin, machen hier einen klassischen Eingang. Ja, genau. Machen wir hier am besten Burgeingang hin, sammeln ein paar Blumen ein, können wir nachher mit Wolle färben. Ja, ich habe schon Ideen, was man da machen kann. Ich tue die schon mal hier so ein bisschen aber andeuten. Weil sonst müsste ich gleich an die Workbench rennen, oder? Wisst ihr was? Ich renne gleich sogar an die Workbench. Und warum ich hier wieder Erde hingesetzt habe, oder habe ich die da hingesetzt? Ach, ich weiß gar nicht mehr. Ich merke mir sowas überhaupt nicht. Leute, Alzheimer, der lässt grüßen. Ah, so. Ah. Ihr seid mir alle ein bisschen kurios, ihr Villager, aber wollte es nur mal so gesagt haben. So, haben wir hier noch eine Fackel. Und hier machen wir am besten auch mal was hin, damit hier nichts spawnt. Ich habe das Gefühl, hier spawnt immer am meisten was. Also auch wenn da jede Menge Fackeln sind, aber keine Ahnung. Die mögen uns offenbar. Ach komm, nee, das mit den Treppen mache ich später hier meine Idee. Ja, jetzt habe ich schon verraten, was ich vorhatte. Ich wollte eine Treppe bauen. Und dann machen wir hier nochmal ein ganz großes, schönes Areal. Hallo? Hier, genau. Ach, und dann haben wir gleich schon wieder die zweite Aufnahme vorbei. Moin, es geht ja fix hier. Find ich gar nicht mal so schlimm, außer das hier. Blume ist stabiler als Stein. Erika, Erika, Erika. Es geht doch nicht. Muss doch nicht immer gleich so ein Fass aufmachen, was dicker ist als du selber. Ja. Schon wieder eine Anspielung gebracht. Ist auch gut. So.